meine Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Klappe die zweite. Ja, ich habe das schon mal irgendwie seit so anders, weil von mir nicht anders gewohnt ist. Ja, ich habe natürlich wieder die Hälfte vergessen. Na gut, jetzt habe ich, glaube ich, alles und ich habe vor, heute die ganzen Sachen, die wo ich mir erst gekauft habe oder in Glossyboxen war, wo ich noch nicht verwendet habe, wie jetzt zum Beispiel dieses You Glow Girl, dieses Selbstbräunungsspray mit Glow, mehr mache ich nicht. Ich mache kein anderes Make-up drüber, wie es heißt, oder ich lasse das so und du nur fixieren und dann mit dieser Highlighter-Palette von BH Cosmetic, ne? Und ja, es wird ein Full Face, es soll aber ein ganz natürlicher, einfacher Alltagslook werden. Ohne viel Schnickschnack, ohne viel Dings. Schon, die Augen werden schon geschminkt, aber nicht so wie sonst immer, ne? Also, dass man da halbe Stunde für die Augen braucht, das nicht, ne? Also, und ich würde sagen, ich fange mal an. Sorry, meinen Kaffee. Anfangen tue ich zuallererst einmal mit einem Concealer, natürlich. Ups, das ist bei mir jetzt schon so eingeprägt, dass ich den Concealer so nach oben schauen, ne? Habe ein bisschen viel genommen, drum lang gesetzt schon für beide Augen. Ach Gott. Ach, da war ich gestellt. Eieiei. Ja, schlimm. Schlimm bei mir. So. Okay. Das war's und jetzt gehe ich noch ein bisschen mit dem feuchten Schwämmchen hinterher, damit da nichts passiert, ne? Fixieren tun wir das Ganze nachher, ne? So. Ja. Ich habe schon mal Creme, meine Pflege und so, wie alles schon drauf. Primer habe ich nicht heute drauf. Ich meine, da soll ich einen Primer nehmen. Ach, wisst ihr was, ich hole einen Primer, ja. Wie immer, ich vergesse immer die Hälfte noch. Einen Moment, ich bin gleich wieder da. So. Bin wieder da, ja, genau. Ja. Ich tue den von Catrice, den es leider nicht mehr gibt, in eine Minute Face Perfection drauf. Und da tue ich nicht viel drauf, wie ihr seht. Ich tue das ganz, ganz sparsam verwenden. So. Jetzt tue ich doch noch ein bisschen was, wo das Gesicht perfekter macht, aber ich mache das unten drunter. Ja, ist kein Problem. So, man kann das den Dings ja als Primer oder als Foundation-Ersatz nehmen. Ne? Manchmal nehme ich nur das, also ja. Aber gut. Jetzt haben wir mal den Primer dann. Ich habe, wie ihr seht, gar nicht viel verwendet, ne? Also für mich ist das ja gar nicht so Dings, dass ich da so viel nehmen muss, ne? So, ja, schminken durch das Ganze heute mit der W7 in der Nude Palette, also, ne? Aber das ist nur so am Rande, diese
Farben sind in jeder anderen Palette auch drin. Ne? Das sind so Allerweltsfarben. Aber ich finde, für einen natürlichen Alltagslook ohne viel Schnickschnack ist das am besten. So, jetzt hat sich da mein Concealer verkrümelt. Nee, eigentlich nicht. Ach ja, bevor ich weitermache, ich nehme mal einen Lidschattenprimer. Und zwar ist das, ja, es ist ein Creme-Lidschatten. Da könnt ihr jeden nehmen. Ich gehe jetzt nicht einzeln auf die Dings drauf ein, weil den gibt es nicht mehr. Der ist von P2. Und das gibt es ja nicht mehr. Ne? Von daher gehe ich da gar nicht drauf ein. Ne? Aber dann kommt halt der Lidschatten und so besser zur Geltung. Und ja, ne? Würde ich sagen. So. Damit das Ganze auch so hält. Ne? Also die Vorbereitung dauert immer länger als wie das eigentliche Schminken. Aber ja, das gehört halt auch dazu. Und ja, ihr wisst ja, ne? Ich brauche sowieso immer länger, weil ich ja dabei quatsch und euch das dann noch erkläre und so weiter und so fort. So, dann nehme ich jetzt einmal meinen Spray. Und dann so. Verteilen wir das schön. Auch die Ohren. Ne? Bisschen in Hals runter. So. Ich habe das Spray schon einmal verwendet, also das glowt wunderbar. Und ihr seht, na, ja, ich reibe das immer ein bisschen noch ein. Und ja, von daher, ne, alles gut. So, man braucht nicht viel, ne, wie ihr seht, na, aber der Glow bleibt, also da ist es schon weggezogen, ist trotzdem der Glow da, wie ihr seht, ne? Jo. Ja. Ja, ich bin direkt frontal zum Licht, aber wenn ich jetzt so schaue, ja, natürlich, ne? Wenn ich jetzt so, habe das Licht hier, muss mich das anstrahlt, ne? Von daher, ja, gut. Ja. So, das war das da. So, dann fixiere ich meinen Concealer und das, dann nehme ich das NYX Puder mit diesen feuchten Schwämmchen nach oben gucken und fertig ist die. Wieder eine kleine Menge nach oben gucken und leicht eindrücken. So, das war's, was ich am Puder verwende. Aber das mache nur ich so, weil ich halt eine sehr trockene Haut habe. Ne? Und ich nehme nur das Puder zum Fixieren. Also, von daher nehme ich nicht viel. Durch Puder immer sparsam verwenden. Ne? Überhaupt auch unterm Auge und so weiter. So, dann würde ich sagen, ja, ich gehe da mal, ich mache mal den Augenbrauenstift von Eveline. Wie gesagt, es wird heute ein, ja,
Du hast mir übrigens die Kappe kaputt gegangen von diesem Stift. Ja, die kann ich wegschmeißen, die ist jetzt kaputt. Also von der Verarbeitung, von dem Dings her ist es nichts Gescheites immer. Aber ja, egal. So, mal schauen, ob das da drauf passt eigentlich. Ja, sehe das so. Dann hätten wir das wieder. So, das kann weg. Gut. Okay, so, dann fange ich mal an und zwar heute so mit dem Bronze. Ja. Ich fange mit Bronze an. Ja, da habe ich heute wieder den Bronze von ja, Rimmel London. Nehme ich heute den oberen. Es wird nicht viel. Ihr seht, es ist ja auch eine gute Konsistenz, Bronze und so. Von daher. Ah, wird erst einmal ein Blush, weil. Also jetzt egal, das macht jetzt nichts. Man kann durchaus Creme-Produkte auch auf Puderprodukte setzen. Ne? So ist es gar nicht. Ne? So. Ich nehme heute den obersten. So. So, Dele. Wie von der Sonne geküsst. Nun, nur ganz, ganz leicht. So, durch den Bronzer setzen. Weil ich habe ja auch den Dingspray. Ja, das war's. Mehr mache ich nicht. Ne? Beim Alter ist manchmal weniger mehr. So, und ihr seht, da kommt trotzdem noch schön der Glow durch. Also ich liebe das. So. Jetzt kommt einmal, ja, mein Angstgegner, dieser Creme Blush, okay. Wir machen das jetzt ganz einfach mal. So. Upsi. Ziemlich flüssig und es war ein bisschen viel. Oh, war ein bisschen arg viel, würde ich sagen. Ja. Okay. Pi mal Pu. Jetzt im Spiegel. Ja, aber hier. Ja. Es ist schon viel. So, dann nehmen wir das nächste. Ein bisschen weniger, das ist flüssiger. So. Und da braucht man gar nicht viel. So. Okay. Ja. Ja, die Farbe ist schön. Ja. Wie gesagt, also. Oh ja, lässt sich auch schön verteilen. Wunderbar. Das ist prima. Ja, nur auf dieser Seite habe ich ein bisschen viel verwendet gehabt. Bisschen arg viel erwischt, aber egal. So, jetzt darf ich wieder nachnehmen. Bisschen, weil ich ja wieder viel abgenommen habe. Aber jetzt. So.
Ich glaube, eine Kamera sieht schlimmer aus als wie in Wirklichkeit. Ist gar nicht so schlimm, ne? Ja, lässt sich sehr gut verteilen, würde ich sagen, ne? Ja, da habe ich meine natürliche Kontur. Sowieso, das ist die Natur. Da habe ich nicht Excel-Kontur gemacht, die Natur hat mir hier diese Kontur reingesetzt. So, ja. Es ist so, dass man jetzt so Blush Dings habe ich jetzt und jetzt kommt der Highlighter. Normalerweise sagt man immer seinen Highlighter zuerst, aber trotzdem. Trotz dass das Gesicht glaubt, brauche ich trotzdem einen Highlighter. So, jetzt habe ich ganz schön das, was an den Enden war, habe ich jetzt alles hier drauf im Blush. Ja. Ah ja, ist ganz gut, wird nicht fleckig, ist ganz gut. Dieses Blush. So, Highlighter, da bist du. Komm her. So, dann machen wir das so. Und ja. Achso. Ja. Gut. Ja. Was nehme ich denn? Ich nehme mal diesen da, den unteren Ton. Ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ich wusste es, dass ich sage, vorsichtig sein, weil die sind, wow, die sind, ja. Ja, ich bin ein bisschen arg. Ja. Ja. Puh. Es ist ein Glow. Ja, ne? Ihr seht es so. Ja. Ne? Seht ihr das so? Ich glaube, kann man schon sehen, ne? Dass das schön so, hier ein bisschen. Nicht so viel, nur ein bisschen die Nase, die Nasenrücken viel mehr, Nasenrücken als die Nasenspitze. Ne? So, es reicht, was ich habe hier. So, dann mache ich mal, habe ich heute mein Wasserspray, das von der Maispray von Sanssouci. Und das dient mir als Make-up-Fixierung, um dass ich die Bruderschichten und so besser miteinander verbinden. Ne? Und dann erst mache ich das Augen-Make-up. So, das riecht nach gar nichts, es ist einfach nur ein Wasserspray. So, die Base, die Basis ist praktisch jetzt soweit. Fertig, so höher vor lauter Quatschen und Dings habe ich jetzt wieder 20 Minuten verdurrt, daddelt. Ja, man muss ja, klar, für die Sanierung eines Altbaus dauert immer ein bisschen länger. Jetzt muss man das ja einziehen lassen, dieses Wasserspray-Dingsbums da, ne? So, ihr seht, ja, glänzen durch, schöne Disco-Kugel, glowen und glänzen, ich kann in die Disco gehen, aber ich mag das. Ich mag das, für viele, die es nicht mögen,
lass uns halt weg, okay, ne? Aber ja, für mich ist es das so, dass ich das gerne mag. So, fangen wir an mit den Augen. Und zwar, ich nehme da nur ganz unspektakulär eine einzige Farbe. Und zwar nehme ich da ein bisschen so einen Lidschattenpinsel und nehme da diese Farbe da, die da, die hat ein bisschen Glanz dabei, ne? Ist so natürliche Farbe und ja, das kommt jetzt all over aufs gesamte Lid. Ich finde so schöne Alltagsfarbe. Passt gut zu allem, wenn so eine Farbe, ne? Ich liebe diese Farben sowieso. So, ihr seht, es ist ganz natürlich. Einen leichten Glanz, die Glitzer, Dings zu den Lidschatten, ne? Kommt das andere Auge. Das ist eine schöne Farbe. Ich mag die Farbe. Ich liebe diese Farbe. Ja, man kann sich auch einen Eyeliner ziehen. Ne? Das ist immer ganz individuell. So, jetzt nehme ich für den unteren Wimpernkranz. Ich mache heute nicht einmal auf der Wasserlinie einen schwarzen Kajal oder schwarzen Dings, wie ich es sonst immer mache, sondern ich mache heute nur ein bisschen so. Eine natürliche Farbe, die ist jetzt matt, aber in derselben Farbschema-Kategorie für den unteren Wimpernkranz. Ne? Die ist so ziemlich dicht am Wimpernkranz hin. Jetzt mit Kajalstift oder mit dem Dings aufmachen können an der Wasserlinie. Aber ich will es euch zeigen, weil viele mögen das nicht oder können das nicht leiden, an der Wasserlinie irgendwas oder vielleicht auch nur. So, mit Lidschatten war es das jetzt, sondern auch nur vielleicht in so einem natürlichen Kajal, da habe ich den von Manhattan. Den Kohl Kajal Eyeliner Nude Couture 51D. Ja, und den gebe ich mir heute auf die Wasserlinie. Ne? Wie gesagt, wie ihr den noch ausbaut, den Look, aber für mich ist es und dieser Look ist Sommer wie Winter verwendbar, ne? Also anwendbar, meine ich. Ist nicht speziell ein Sommerlook. So, dann wird das natürlicher. So, und dann gebe ich mir ein bisschen im Augeninnenwinkel. So, ein bisschen. Glanz und Highlight natürlich.
Ja. Muss auch immer erst in den Spiegel schauen, dass ich auch sehe. Ja, ich drehe immer auch meine Dinge zu schnell zu. So, ganz leicht antippschen, dass es nicht zu arg ist. So, dann würde ich sagen, geht es auch schon ans Wimpern duschen und es war dann schon alles, ne, mit. So, jetzt aber. So, und zwar, ja, ist es so, dass das ist mein Alltagslook praktisch, ne? Also mein natürlichster Look, den ich überhaupt schminken kann und tu und ja, überhaupt und, ne? Also, und zwar, weil man jetzt ja bisschen reduziert mit Augen und mit sonst. Mache ich heute auch mal von Handayam dort diese Liquid Lipsticks, wo ich mir da bestellt habe. Und die, ja, dann nehme ich doch mal, würde ich sagen, den dritten, ja, den dritten, diese Farbe. Hier mal schauen, was das für eine Farbe ist. Oder ich nehme Liquid, den ganz hintern vielleicht. Ja, nehme ich mal den ganz hintern, weil jetzt haben wir ja im anderen sehr natürlich gehalten, dann kann man ein bisschen bei den Lippen auf die Kacke hauen. Ja. Man braucht nicht viel. Der trocknet matt und ist auch von der Textur her total leicht, angenehm und ja. Man muss immer schnell sein. Sonst kann man es nicht mehr aus, mag immer nicht zu viel drauf tun. Und man braucht da nicht viel, ihr seht es, ne? Das ist ja total die Farbe und ja. Habe ich schon einmal einen verwendet von hier und ja. Also Masken. Beruf ist ja auf alle Fälle. Und ja, bis mal was vergessen ist, dann ist er weg. Ne? Ist klar, ist bei jedem so, ne? Aber ja, das ist jetzt, da haben die 6 Stück 10 Euro gekostet. Ne? Also es ist ja, von daher, ja, ich brauche es ja meistens dann nur in der Maske, die. Dinge. Obwohl ich habe ich habe zu lange gewartet, dann da bin ich schon nicht mehr weg. Das hat schon, hinterlässt schon einen Stain. Trocknet schnell, also ist ganz leicht und die Textur, ich habe auch nicht das Gefühl, dass meine Lippen ausgetrocknet werden, klar, aber sind die trockener, weil die matt trocknen, aber sind halt keine Pflegestoffe drin. Natürlich tue ich aber immer abends und danach und so immer am Pflegestift drauf. Ne? Ja, jetzt haben wir schon wieder eine halbe Stunde. Das andere schneide ich raus. Ich weiß nicht, wie viel das machen, aber eine halbe Stunde für Fullface. Ansonsten brauche ich ja 3 Viertelstunden, wenn ich noch Quatsch und das euch erkläre. So, nee, das wäre jetzt so mein Look. Also jetzt mache ich dann noch meine Haare und dann war es das eigentlich, ne? Aber ja.
ohne viel Schnickschnack, ohne viel, ne? Ihr seht ganz natürlich das Augen-Make-up mit einem einzigen Lidschatten und halt eben auch im Innenwinkel, aber ansonsten ja zwei im unteren, ne, Bereich. Und ja, das wäre jetzt mein natürlichster Alltagslook. Wie gesagt, immer tragbar, Sommer wie Winter. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ja, ich wünsche euch dann ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, ne, meine Lieben. Tschüss.